Willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Trophäentipp hier in Need for Speed 2015. Und zwar folgender Tipp gleich mal vorweg: Holt euch den Golf GTI, weil der ist mit Abstand am günstigsten. Solltet ihr eventuell noch haben, wenn ihr die Mission schon gemacht habt. Und dann müsst ihr einfach nur hier direkt ins Leistungstuning reingehen und dort alles schauen, dass ihr alles auf dem Maximalstand habt, also alles auf E stehend, um die Trophäe volle Power zu bekommen. Natürlich vorausgesetzt sollte die auch Stufe 50 sein und dementsprechend genug Kohle übrig haben, um auf Stufe 50 schnell zu kommen. Habe ich natürlich auch noch einen Tipp in der Playlist unten drin in der Videobeschreibung. Klickt da einfach mal drauf, wie ihr schnell zu Level 50 kommt, und somit habt ihr eigentlich auch Kohle ohne Ende, um das ganze Ding hier abzugraden aufs Maximalste, weil vorher geht das eh nicht, weil ihr nicht alle Teile freigeschalten habt, ne? Unter Level 50, also Reputation Level 50, Stufe 50, je nachdem wie ihr das nennen wollt, habt ihr nicht alle Teile, um das Ding abzugraden. Deswegen schaut, dass ihr Level 50 werdet, ein bisschen Kohle beieinander habt und dann Golf GTI holen, der ist am günstigsten, um das Ganze zu machen, und dann hier alles reinklatschen, wie ich es jetzt hier mache, auf E wie, keine Ahnung, exklusiv, ja, genau. Ballert hier alles hoch, weil das alles jetzt gekauft hat. Ihr seht es jetzt hier, dass es doch relativ halbwegs teuer ist, halbwegs doch relativ günstig ist. Na, Wurst. Alles reinballern. Mittlerweile braucht man eh keine Kohle mehr hier in dem Game, weil, ja, überflüssig. So, Kohle hat man hier normalerweise ohne Ende. Sollte also kein Problem für euch darstellen. Die Reifen selber würde ich euch auch raten, hier auf E zu schieben. Ich weiß jetzt nicht genau, manche sagen, ja, das braucht man nicht, aber ja, für mich gehört hier das zu der Trophäenbeschreibung mit dazu, mit von wegen rüste jede Kategorie eines Sport, eines Wagens mit Teilen höchster Leistung aus. Na, also von dem her dachte ich mir, Reifen gehören mit dazu. Deswegen, die haben wir noch fix gekauft, die 750 Credits da oder Dollar, wie immer, ist Wurst. Und sobald ihr das Ganze habt, müsst ihr einfach nur den Wagen mit Kreis auf zurückgehen, dass er aktiv ist, und zack, habt ihr die Trophy. Na, jo, haut rein, viel Spaß beim Ausrüsten, wünsche euch was, ciao. Vielen Dank fürs Anschauen meines Videos. Falls ihr noch mehr Tipps oder Tricks benötigt, klickt einfach auf den Playlist-Button. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt und mich abonniert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Haut rein!